Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute wollen wir mal Maronen glasieren, es ist Herbstzeit. Ne? Maronen, die fallen ja gerade ganz frisch. Bei den Bäumen passen wunderbar zu Wild oder an Weihnachten zu Gänse oder zu Enten. Deswegen sind sie bei uns im Weihnachtsspecial mit drin, vom YouTube-Kanal. Ja, schmeckt auch sehr gut als vegetarische Beilage zu Würsingrouladen. Mit Maronen gefüllt, mit Grünkern zusammengefüllt, auch ganz lecker. Wir brauchen Maronen, weißen Zucker, ganz bewusst, weil die Bitterstoffe haben die genug, Butter und Salz und ein bisschen Wasser. Erstmal die Maronen schälen. Ne, viele kennen ja von euch Maronen bestimmt so im Ganzen gegart, so einfach geröstet im Ofen oder in der Pfanne. Oftmals findet man ja sowas an Bahnhöfen, auf Märkten. Lassen sich ein bisschen schwer pellen. In Masse werden sie manchmal eingeschnitten und in kochendes Wasser geworfen. Dann geht das einfacher. Ne? Genau angucken die Maronen. Wichtig. Manchmal sitzen hier Schädlinge. Was heißt Schädlinge? Oftmals sind Maden unter der Schale. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ne? Möchte ich nicht mitessen. Deswegen schaue ich mir Maronen schon sehr genau an. Das war hier alles, was von der Natur ist, ne? Das ist einfach so. Die ist auch okay. Wie gesagt, man kann sie schön selber sammeln. Die habe ich jetzt hier aber auch aus dem Bioladen. Muss ehrlich sein, war jetzt auch nicht unterwegs. War auch mehr ein Zufall, als ich sie gesehen habe. Dachte, ich hole sie mal mit. Deswegen auch hier nur diese. Was habe ich hier? 5 Stück, ne? So. Ist auch gut. So ein bisschen besser. Dann braucht man so etwas längere Fingernägel hat, da kommt man auch ganz gut drunter, aber es piekst manchmal so. Deswegen benutze ich das Messer. Ist auch gut. Ich habe schon mal den Topf angemacht, nicht volle Flamme, ne? Nicht, dass uns die Butter gleich verbrennt. Auch. Nee, alles gut. Alles gut. Okay. Ja, ja. Ist ein bisschen heiß der Topf. Machen wir mal erstmal einen kleinen Schluck Wasser hin. Abkühlen, ne? So. Butter hinein. Maronen schauen gleich rein. Gleich den Zucker drauf. Ja, das reicht kaum, nicht zu viel. Muss gleich ein bisschen salzen. Kontrast. Das muss so leicht vor sich hin karamellisieren. Ja, nicht einen richtigen Karamell kochen. So leicht. Ja, ein bisschen Wasser ab. Manch nehmen auch Weißwein, schmeckt auch ganz gut. Ablöschen und wieder einkochen lassen. Dann kommt natürlich eine ganz entscheidende Frage, wie lange muss ich die Dinger kochen? Um sie richtig weich zu kriegen, kocht man sie schon 10 Minuten. Ich persönlich mag die nicht gerne richtig weich. Ne? Ich mag sie lieber knackig noch, richtig knackig. Ne? Ich fülle jetzt einmal ein bisschen mehr mit Wasser auf. Lass dieses einkochen, dann haben wir unsere 3, 4, 5 Minuten ungefähr. Das reicht mir. Ne? Dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben die Pfanne ungefähr 5 Minuten auf dem Herd. Ne? Die sind noch kernig, so mag ich sie. Wenn ihr sie länger
kochen wollt, wieder auffüllen mit Wasser. Richtig weich kochen, ne? Die doppelte Menge, doppelte Zeit. Ich persönlich finde sie einfach so lecker. Ne? Dann schmecken die ein bisschen mehr Nusscharakter haben. Ja, bon Appetit wünsche ich euer Bierkoch.